Die Abänderung eines Versorgungsausgleichs kann das Rentnerprivileg kosten. Böse Falle, vor allen Dingen für Männer. Mein Name ist Peter Knöbel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, Sie wissen es, alle scheiden tut weh. In Deutschland werden jedes Jahr viele Ehen geschieden. Alleine in der Zeit von 1990 bis 2009 waren es über 3 Millionen Ehescheidungen. Warum 2009? Es gab nämlich im Jahr 2009 eine Änderung des Scheidungsrechts, des Versorgungsausgleichsrechts. Und zwar galt bis zum 1.9.2009 das sogenannte Rentnerprivileg. Das heißt also, alle Ehescheidungen, die vor dem 1.9.2009 geschieden worden sind und ein Versorgungsausgleich dort gemacht worden ist, die haben noch das sogenannte Rentnerprivileg. Das Rentnerprivileg bedeutet nichts anderes, als dass der Ehegatte, der Entgeltpunkte abgeben muss, die erst dann abgeben muss, wenn der andere Ehegatte selbst eine Rente bezieht. Voraussetzung ist, dass der abgebende Ehegatte noch vor dem 1.9.2009 selbst eine Rente bezogen hat. Ja, meine Damen und Herren, und das Bundessozialgericht hat am 22. Februar 2024 in einem sehr, sehr plastischen Fall entschieden, dass die ganze Sache für den Ehegatten, für den Ex-Ehegatten, das war hier ein Mann, voll nach hinten losgegangen ist. Und zwar hat er Folgendes gemacht: Der hat sich scheiden lassen und hat im August 2009 einen Versorgungsausgleich beantragt. Und dort in diesem Versorgungsausgleich wurde festgelegt, dass er Entgeltpunkte an seine Ex abgeben muss, aber wegen dem Rentnerprivileg erst dann, wenn seine Ex selbst auch eine Rente bezieht. Zu diesem Zeitpunkt hat er selbst, so sehe ich das zumindest aus diesem Verfahren, eine Rente bezogen. Was ist jetzt passiert? Er hat 2015 einen Abänderungsantrag beim Familiengericht gestellt. Und zwar wollte er von der Mütterrente 1, die zum 1.7.2014 für seine Ex praktisch mehr Entgeltpunkte für die Kindererziehung ausgeworfen hat, auch was davon haben. Das war legitim, völlig klar, aber er hat sozusagen die Rechnung nicht mit dem Wirt gemacht. Denn das Familiengericht hat also das Familiengericht hat ihm diese Entgeltpunkte sicherlich auch gut geschrieben, aber die Deutsche Rentenversicherung hat das Rentnerprivileg gestrichen. Und zwar hat die Deutsche Rentenversicherung klipp und klar gesagt, wenn du Ehegatte, Ex-Ehegatte, Ehemann, hier einen Abänderungsantrag stellst, dann beginnt ein völlig neues familienrechtliches Ausgleichsverfahren. Das heißt also, der Versorgungsausgleich wird komplett wieder in die Hand genommen und wird dann komplett wieder vom Familiengericht geprüft und entschieden. Und so, meine Damen und Herren, ist es auch in diesem Fall entschieden worden. Das Bundessozialgericht hat gesagt, lieber Antragsteller, da hast du Pech gehabt. Das Rentnerprivileg gilt nämlich für dich nicht mehr, weil du hast ja einen Abänderungsantrag gestellt. Und mit dem Abänderungsantrag gilt neues Recht, nämlich das Recht, was ab 1.9.2009 galt. Und da war das Rentnerprivileg sozusagen schon weg. Und die Folge der ganzen Maßnahme ist, dass unser Antragsteller hier insgesamt im Wert von über 300 Euro im Wert von über 300 Euro Rente verloren hat. Das sind knapp 7,8 Entgeltpunkte gewesen. Das heißt, die waren jetzt mit einem Schlag weg. Die wurden sofort auf das Konto seiner Ex-Ehegattin übertragen. Ja, meine Damen und Herren, was sagt uns diese ganze Geschichte? Versorgungsausgleich, Abänderungsantrag, Rentnerprivileg. Das sind ganz, ganz komplexe Themen, meine Damen und Herren. Und da kann ich nur jeden raten, vor allen Dingen, vor allen Männern raten, bevor sie sowas machen, bevor sie sozusagen also an die Mütterrente 1 und 2 ihrer Ex ran wollen, lassen Sie das bitte von einem Fachanwalt für Familienrecht oder einem spezialisierten Rentenberater, der sich mit Versorgungsausgleich auskennt, prüfen und lassen Sie sich dort gut beraten. Denn ansonsten kann nämlich eine solche Maßnahme unabhängig jetzt auch vom Rentnerprivileg oder vom Wegfall des Rentnerprivilegs nach hinten losgehen. Für unseren
Kläger hier vor dem Bundessozialgericht ist die ganze Nummer nach hinten losgegangen, denn er hat mit einem Schlag 7,8 Entgeltpunkte verloren, weil sein Rentnerprivileg schlicht und ergreifend mit dem Abänderungsantrag weg war. Ja, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein zum Thema Ehescheidung, Versorgungsausgleich. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.